Und da gehen wir nach Italien zu einem Mann, der als Nationalheiligtum gilt, neben dem Papst und dem Fußball. Beppe Grillo gilt als Retter Italiens. Mit Witz, Charme, aber auch mit Zorn greift er die Missstände in seinem Land an. Im Rahmen des Kölner Literaturfestivals Lit Cologne ist er nun erstmals in Deutschland, gleich bei uns zu Gast im Studio. Vorher noch ein kleiner Film über Italiens berühmtesten Kabarettisten. Wenn Beppe Grillo ruft, sind die Piazzas in Italien voll. Und das trotz des wenig hoffähigen Slogans "Leck mich doch, Vaffanculo". Seine Wut und die seiner Anhänger richtet sich gegen Politiker. Einer der Höhepunkte seiner immer ausverkauften Shows, er liest einfach die Strafregister von Abgeordneten und Senatoren vor. Forza Italia, favoreggiamento. Um dann schließlich zu der vielumjubelten Schlussfolgerung zu kommen, die Bronx in New York sei weniger gefährlich als das italienische Parlament. Sein Internetauftritt einer der meistgelesenen und das weltweit. Eigentlich ist er Schauspieler und Showmaster. Seine politikkritischen Äußerungen wegen wurde er aber schon vor Jahren vom Bildschirm verbannt. Obwohl 10.000-fach dazu aufgefordert, geht er nicht in die Politik. Aber seine Anhänger. Zu den Wahlen im April haben sie eigene Listen angemeldet. Sie, sie, sie. Und jetzt ist er bei uns, Beppe Grillo. Schönen guten Morgen, herzlich willkommen im deutschen Fernsehen. Benvenuto da noi qui. Mal ehrlich, muss man nicht, um so viele Menschen, so eine Masse ja zu berühren, auch ein bisschen verrückt sein? Non è la pazzia, è che il mio problema è adesso che dopo dal 93 che non sono in televisione in diretta, per me fare una diretta è un miracolo, cioè che la gente possa sentire immediatamente quello che dico, dal 93 che non succede. Wir sind live. In Italia la televisione mi registra sempre un mese e mezzo prima, poi molto, taglia, comunque niente, la pazzia è che il mondo si è rovesciato in Italia, specialmente, anche qui ho visto. Italien. Ich meine auch hier in Deutschland habe ich Sachen gesehen. Porsche, die Volkswagen kauft. Das ist wirklich die Welt umgekehrt. Aber also 4 Tonnen Autos, die 300 Stundenkilometer fahren. Aber apropos verrückt, wenn man Italiener fragt, wen würden Sie wählen? Und wenn Sie jetzt zur Wahl stellen würden, würde jeder Zweite, den man fragt, Sie wählen. Ist das nicht auch ein Witz? Voterebbe per lei. È una barzelletta. Non sono entrati in politica. Non sono entrato in politica, aspetta, toglio questo perché mi entra il tedesco. Voglio dire, io sono stato mandato via da tutte le televisioni in Italia e allora ho cercato un modo di comunicare. Ho fatto un blog attraverso la rete, perché la rete oggi sarà quella e anche domani che ingloberà questo, voi sparirete finalmente. Ingloberà i giornali, gli intermediari, und dann wird es e dalla rete abbiamo aufretzen. Fatto questo blog, dal blog sono nati blog questi gruppi che si chiamano Gruppen, ragazzi che sind all diese Gruppen entstanden, die aus dem, überall in den Städten sind und die veröffentlichen das, was ich schreibe, weil sie über die Welt genauso denken wie ich, was das Wasser anbetrifft. Hier in Köln gibt es die gleichen Probleme, wie wir haben. Es gibt das Problem, das Korruption, wie wir das in Italien auch haben. Nur in Italien hat es alles umgekippt. Wir haben 25, die im Parlament sitzen, die eigentlich schon verurteilt sind. Und 75, die auch ebenfalls verurteilt worden sind oder welche die Straftaten begangen haben. Das heißt, einer von 10 Parlamentariern, Abgeordneten, ist jemand, der vorbestraft ist. Also denken Sie, in Bronx ist einer von 15. Bei uns in unserem italienischen Parlament ist es einer von 10. Bronx hat Angst vor unserem italienischen Parlament. Also haben wir über dieses Netz, haben wir Video gemacht. Das ist ein Wort, ein Ausdruck, das ist genug, so wollen wir das nicht mehr einfach. Das sind Pensionäre, das sind Rentner, das sind andere. Und das sind eben diese Vorbestraften. Und 8. September 1,5 Millionen Menschen, die auf die Straße gegangen sind, ohne Fernsehen, ohne Zeitung und über 1 Million in 250 Städten in Italien. Und in einem halben Tag, an diesem 8. September, sind 350.000 Unterschriften
Unterschriften gesammelt worden. Es sind eben Vorbestrafte, die sollten aus dem Parlament verschwinden. Und die länger als zwei Wahlperioden schon da sind, die sollten einfach verschwinden. Und es gibt wirklich Sachen, die einfach illegal sind und gegen die italienische Verfassung. Was treibt Sie an? Ist es die Wut? Ist es der Zorn? Jetzt müssen Sie einen Ohrwurm suchen, sonst können Sie mich nicht verstehen. Sie, dimmi. Sind Sie wieder online sozusagen? Was treibt Sie an? Ist es die Wut, der Zorn? Oder ist es auch wirklich in gewisser Weise auch Entertainment? Das ist meine Natur. Ich ärgere mich darüber. Ich sehe, dass die Welt gekippt ist. Dass alles ich habe lediglich gefragt, dass die Deutschen, die sollten mich holen. Wir haben eine Demokratie, die läuft über die Medien. Die läuft über den Psycho-Zwerg Berlusconi, der drei Fernsehschirme hat. Und er hat 20 Zeitungen. Und die Politik wird über die Zeitungen, über die Medien gemacht. Unsere Zeitungen heute, auch die, die eigentlich reputiert sind, also Corriere, Repubblica, die einen Namen haben, die sind nunmehr irgendwelche Pressestellen von den Parteien. Die Leute auf der Straße in Italien, die wissen nicht mehr, was ist. Sie wissen das nicht. Und das, was man nicht weiß, sind eigentlich die wahren Dinge. Sie sagen oder Sie legen die Finger in die Wunde und sagen, wo es falsch läuft. Aber haben Sie auch ein Rezept, wie man es besser machen könnte? Oder wie man das retten könnte? Ich versuche zurzeit jetzt, ich mache diese Listen auf untersten Ebenen, die Bürger, die auf diese Liste kommen, die mit diesem Victory-Zeichen, die nicht vorbestraft sein dürfen, die keinem Partei angehören dürfen. Sie sprechen von Linke, das gibt es überhaupt nicht. In Italien ist die Linke gleich wie die Rechten, die haben jetzt identische Programm, das ist genau das gleiche Programm. Also mit diesen Bürgerlisten wollen wir Bürger, die Politik machen. Du musst wählen, jeder Bürger muss wählen, der selbst Protagonist sein muss seiner eigenen Politik, wenn er einkaufen geht, wenn er zur Schule geht. All diese Listen werden in den Kommunen, in den Städten und an der Basis, nicht oben in den Parlamenten, dort in den Kommunen, in der Basis, dort wo eben die Politik gemacht wird, wo es um das Wasser, um die Luft, um die Gesundheit geht. Und dort von städtischer Ebene geht es dann weiter auf die Region. Beppe Grillo, der berühmteste Kabarettist Italiens. Dankeschön, heute Morgen live im deutschen Fernsehen zum ersten Mal bei uns in Deutschland für diesen Besuch.